Splatoon 2 Update Version 1.3.0. Hey, da sind wir wieder. Was geht? Ja, hallo, ich bin's. Marina, was geht ab, Alter? Und es gibt ein Update, ja, also ist mir egal, wie es dir geht. Hier geht's erstmal um ein Update. Oh, was? Updates? Geil. Zur Verbesserung deines Spielerlebnisses wurde Splatoon 2 optimiert. Weitere Infos dazu gibt's auf der offiziellen Webseite. AKA, ich habe auf der deutschen Webseite gar nichts gefunden. Da steht nichts, ja. Da ist nur die Standardbeschreibung von wegen, hey, Splatoon 2, kauf's dir. Das ist neu. Generell neu im Vergleich zu Splatoon 1, aber ich habe da keine Patch Notes gefunden. Mehr Infos dazu findet ihr jedenfalls auf der offiziellen Webseite. Da war nichts. Ich habe gesucht, da war nichts. Da gab es nichts, was ich lesen konnte in Sachen Patch Notes. Deswegen musste ich mir da anders behelfen und musste eine deutsche Newsseite raussuchen, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte. Aber das schaue ich mir gleich mal an. Ja, Marina, du kannst dich gern dumm und dämlich suchen. Auf der deutschen Seite findest du gar keine Patch Notes. Dass man das immer wieder sagen muss. Also ich habe auf der deutschen Splatoon 2 Seite, ich kann da mal ganz kurz die URL hier durchgeben. Und zwar, offizielle Webseite, ja? www.nintendo.de/spiele/nintendo-switch/splatoon2 minus irgendeine Zahl dahinter und ich raste aus. Hier steht gar nichts von wegen Updates oder sonst was. Ich sehe nirgendwo einen Reiter, nirgendwo einen Hinweis darauf, dass ein Update draußen ist. Ich sehe nirgendwo was von wegen Patch Notes. Deswegen muss ich mir dahingehend anders wie helfen. Und dementsprechend werdet ihr heute ganz genau rausfinden, welche Updates ins Spiel gekommen sind, was das für das Spiel bedeutet. Ja, denn es ist nämlich so, dass dieses Spiel einige Buffs und Nerfs bekommen hat. Also einige Waffen wurden so weit gepatcht, dass sie verstärkt oder, ich sag mal, verschlechtert worden sind von den Werten her oder von den Eigenschaften her, die diese Waffen an den Tag legen. Zum Beispiel, dass es muss nicht stimmen, weil ich glaube, es stimmt sogar. Und zwar, die Airbrush LG hat jetzt Punkte für Spezialwaffe 170 Punkte. Vorher waren es 180. Also man kann jetzt oder man hat jetzt die Möglichkeit, die Spezialwaffe schneller voll zu kriegen, als vorher. Und zwar um ganze 10 Punkte. Das kann für den Revierkampf und generell fürs Spiel schon einiges bedeuten, denn nicht nur diese Waffe wurde dahingehend gepatcht in Sachen Spezialpunkte Minimum, ja, um die Spezialwaffe freizuspielen oder nutzen zu können. Es gibt sämtliche Waffen, die dahingehend geändert worden sind und die dahingehend auch ein, ich sag mal, besseres Ergebnis bekommen haben, also eine niedrigere Zahl. Und es gibt einige Waffen, die sind in Sachen Punkte für Spezialwaffe teurer geworden. Welche das sind und was noch so hinter diesem Update steckt, das finden wir jetzt raus. Ich zock die ganze Folge lang mit dem Dual-Platscher und gönn mir hart. Bis gleich. Also frühstücken wir das Ganze relativ schnell ab. AKA, ich werde wahrscheinlich 30 Minuten hier sitzen und werde euch erzählen, was hier eigentlich so Phase ist. Naja, gut. Versuchen wir so schnell wie möglich hier durchzukommen. Mit den Update-Notes, Patch-Notes. Mit den Patch-Notes versuchen wir mal so schnell wie möglich, wie es halt eben für meine Verhältnisse möglich ist, durchzukommen. Fangen wir mal an. Ja, also das Update hier, was wir hier genießen, ist natürlich Maintain für den Online-Modus vorgesehen. Ne? Also für den Mehrspieler-Modus ist das Update vorgesehen. Die meisten Änderungen werden diesbezüglich im Online-Modus getätigt sein. Es werden wahrscheinlich auch ein paar Änderungen gemacht worden sein, die allein für den einzelnen Spieler gemacht sind. Sowas wie, keine Ahnung, Stabilität, also dieser Pauschalbegriff Stabilität von irgendwas. Ja, dazu wird es wahrscheinlich noch irgendwie was geben, dass das Spiel jetzt stabiler läuft oder, keine Ahnung, nicht mehr abstürzt, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, fangen wir aber dahingehend mal mit dem Mehrspieler-Update an. Und zwar, wie ich schon mal gesagt habe, wurden meistens auch in diesem Update, in diesem wirklich, das ist echt ein richtiges, ich will nicht sagen Master-Update, aber man hat hier wirklich schon die ein oder anderen Waffen genervt oder verstärkt, was das Zeug hält. Also man hat sich hier wirklich sehr viele Waffen rausgepickt, die anscheinend innerhalb dieser 2 Monate richtig OP waren
und jetzt quasi so ein bisschen abgeschwächt worden sind, damit sie im Online-Modus nicht mehr so krass zur Geltung kommen und nicht mehr so als OP-Waffe bezeichnet werden. AKA 3R-Schwapper. Und apropos 3R-Schwapper, das ist die erste Waffe, die ein Update genossen hat. Und die auch dahingehend gepatcht worden ist. Es ist nämlich so, dass der maximale Schaden der Waffe von 62 auf 52 reduziert worden ist. Und die Reichweite wurde um 9% reduziert. Das ist, wie ich finde, eine sehr schöne Änderung, weil verdient. Jetzt haben die ganzen 3R-Schwapper nichts mehr zu lachen. Finde ich gut. War eine wichtige Entscheidung, weil die Waffe war overused. Sie war OP. Viele haben gesagt, sie war OP. Und dementsprechend finde ich diesen Schachzug, dass man sie schwächer macht, nicht schlecht. So, das dazu. Sekundärwaffe Sprinkler zum Beispiel wurde auch verändert. Und zwar so dahingehend, dass die Dauer der mittleren Sprinklerphase um 5 Sekunden erhöht worden ist. Also nach dem Platzieren eines Sprinklers verteilt dieser Tinte in 3 verschiedene Intensitätsstufen, von welchen hier die zweite gemeint ist. Also heißt, wie gesagt, die mittlere Stufe, die läuft jetzt irgendwie 5 Sekunden länger. Interessant. Aha. Na gut. Ansonsten, der Tintenverbrauch wurde von 80% auf 70% des Tintentanks reduziert. Das heißt, kostet weniger, ne? Ansonsten, der Detektor wurde auch verändert. Ja, der Radius des Detektors wurde um 20% erhöht. Aha. Und die Tinte kann nun um 15 bis 60 einer Sekunde schneller wieder aufgeladen werden, nachdem ein Detektor geworfen wurde. Aha. Na dann, interessant. Tintenwall, arbeiten wir die ganzen Sekundärwaffen mal ab. Ich glaube sogar, kann es sein, dass der 3R-Schwapper die einzige Waffe ist, die verändert worden ist? Ja, der 3R-Schwapper ist die einzige Hauptwaffe, die verändert worden ist und die verschlechtert worden ist. Mega verdient. So. Soweit zu den Sekundärwaffen. Kommen wir noch zum Tintenwall und zur Sprungboje. Der Tintenwall ist so dahingehend gepatcht worden, dass die Zeit zum Ausfahren des Tintenwalls nach dem Wurf um eine halbe Sekunde reduziert worden ist. Ja. Unser Tintenverbrauch der Sprungboje wurde von 90% auf 75% reduziert. Ja, also man hat sowohl den Sprinkler als auch die Sprungboje Tinten reduziert. Kommen wir jetzt zu den Veränderungen der Spezialwaffe. Ich kann jetzt gerade schon anhand dieses Dokumentes sehen, anhand dieses Textes sehen, dass so gut wie jedes Spezialwaffe verändert worden ist. Fangen wir mal mit dem Hochdruckverunreiniger an. Ja, bei kontinuierlicher Nutzung des Hochdruckverunreinigers für mindestens 1,5 Sekunden erscheint nur eine Schockwelle, welche den Radius, in dem Schaden verursacht wird, deutlich erhöht. Aha, okay. Die Nutzungszeit wurde um 0,5 Sekunden erhöht, wenn der Effekt Spezialstärke Plus nicht getragen wird. Aha. Also, ich kann euch kurz erklären, ich trage Spezialladezeit Plus. Das heißt, wenn ich jetzt den Hochdruckverunreiniger nutzen würde, dann würde diese Nutzungszeit von einer halben Sekunde gar nicht existent sein. Interessant. Außerdem, ja. Ja, die Nutzungszeit bei Spezialstärke Plus, also wenn man dann trotzdem Spezialstärke Plus trägt, bleibt der Grundwert dahingehend unverändert. Ja, das sollte ich Ihnen hier ganz klar sagen, ne? Dass Sie da keine Angst haben müssen. Ja? Also die Nutzungszeit, die bleibt die gleiche, auch wenn man Spezialstärke Plus trägt. Also die wird nicht reduziert oder sowas. Das dazu. Tintenschock. Bei dem ist es so, dass die Zeit, in der sich der Spieler am höchsten Punkt findet, um 10/60 eine Sekunde verringert. Das ist einfach kein Bruder, sie! Okay. Also die Zeit, in der das Spiel am höchsten Punkt ist, wurde um 10/60 verringert. Der höchste Punkt des Sprungs wird um 31% erhöht. Das heißt, der Spieler mit dem Tintenschock springt noch höher. Okay. Interessant. Der Mindestschaden wurde von 40 auf 55 erhöht. Ihr habt gesehen, wie hoch der war, oder? Ja, ihr habt das gesehen, oder? Der ist, also wenn ich sehe, okay, der ist um 33%, also umfasst schon sogar schon ein Drittel, also 31%, ne? Das ist ja fast schon so ein Drittel höher, die er springt. Heftiger Auto. Läuft. Die benötigten Spezialpunkte zum Aktivieren für manche Waffen verringern sich. Das ist richtig. Das ist aber auch bei... Ich weiß nicht, ob das beim Hochdruckverunreiniger auch so ist, aber beim Tintenschock, ja, es gibt einige Waffen, die jetzt
Also, wenn einige Waffen den Tintenschock besitzen, zum Beispiel der, ich glaube, der normale Klecksroller besitzt den Tintenschock, dann ist natürlich logischerweise, weil ich euch das ja gerade eben mitgeteilt habe, und ich werde es euch auch gleich noch mitteilen, im Genauen, da wurde quasi die Tintenpunktzahl verringert. Also, man zahlt weniger, damit man die Spezialwaffe freispielen kann. Ich habe es euch gerade eben im Waffenmenü gezeigt und erklärt, ne? Wissen Sie Bescheid. So. Der Tintenschauer, den wir gerade eben auch gesehen haben, ja? Der Wirkungsradius wurde um 13% erhöht und die benötigten Spezialpunkte zum Aktivieren wurde auch verringert. Wie beim Tintenschock auch. Also das sollte Ihnen jetzt kein Geheimnis sein. Ansonsten, Sepisphäre. Die Wahrscheinlichkeit eines Rückstoßes bei gegnerischem Angriff verringert sich. Aha. Das heißt, da wurde mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet. Okay. Die Nutzungszeit der Sepisphäre wird um 0,5 Sekunden erhöht, wenn der Effekt Spezialstärke Plus, wie auch schon beim Hochdruckverunreiniger, nicht auf der Waffe oder nicht auf euren Kleidungsstücken getragen wird. Ja? Auf der anderen Seite, wenn ihr Spezialstärke Plus tragt, bleibt der Effekt unverändert. Das heißt, es verringert sich keine Nutzungszeit oder sowas. Der Radius des Schadens wurde um 17% der eingefärbten Fläche erhöht. Aha, also quasi um etwa 7%. Der Mindestschaden wurde von 30 auf 55 erhöht und die Stärke der Explosion, welche Gegner zurücksteuert, erhöht sich. Weiterhin. In Sachen Spezialwaffen, ja. Tintendüse ist die nächste Waffe, die gepatcht worden ist, die verändert worden ist. Kommen wir kurz mal darauf zu sprechen. Die Hitbox des Spielers, welcher den Tintendüser verwendet, wurde erhöht. Das heißt, man kann den Gegner oder man kann denjenigen, der den Tintenlöser benutzt, jetzt leichter treffen. Das finde ich gut, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass sie vorher so gut wie untouchable gewesen sind, was Schwachsinn ist, weil der soll ja nicht übertrieben OP gemacht werden, nur weil er gerade einen Tintenlöser benutzt, was ihn sowieso schon extrem stark macht. Also in dem Sinne finde ich, das ist eine ganz gute Entscheidung. Außerdem, der Radius des Schadens von Tintenjet-Geschossen wurde um 17% des Radius der eingefärbten Fläche um etwa 20% reduziert. Aha. Interessant, also jetzt sind es anscheinend 17% oder jetzt sind es 20%. Ich glaube, da ist sich die Seite, die das geschrieben hat, selber nicht so ganz sicher. Jedenfalls sagen wir es mal so, der Radius des Schadens wurde verringert. Und das um entweder 17% oder 20%, keine Ahnung. Letzter Punkt zum Tintendüser. Der Schaden für Spieler, welche sich direkt unter dem Tintenjet befinden, wird um 75% reduziert. Das heißt, wenn ihr quasi unter dem Tintenjet steht und der Tintenjet-Spieler haut da diesen Tintenjet-Effekt raus. Ich kann es jetzt gerade nicht erklären, aber es ist quasi so, wenn ihr quasi den Tintenjet in der Luft benutzt und ihr drückt diese Taste, die euch quasi so zum Hochfahren bringt, oder zum Hochfliegen bringt, dann wird der Spieler, der da drunter steht, 75% weniger Schaden kriegen. Das ist gar nicht mal so kacke. Alter. Dann scheint das aber vorher extrem viel Schaden gemacht zu haben. Oder zu viel Schaden gemacht zu haben. Die Tintenrüstung, die letzte Spezialwaffe, die genervt oder gepatcht worden ist, die verändert worden ist hinsichtlich des neuen Updates. Das heißt, auch die Schwarmraketen wurden gar nicht gepatcht. Finde ich aber auch gut, weil sie hätten nicht stärker gemacht werden müssen und sie hätten auch nicht schwächer gemacht werden müssen. Also ich finde die Entscheidung ganz gut, dass man da nichts gemacht hat oder nichts dran verändert hat. Aber die Tintenrüstung brutzt. Ja, die letzte Spezialwaffe, die verändert worden ist. Spieler sind nun für 8/60 einer Sekunde schneller verwundbar, nachdem die Tintenrüstung zerstört wurde. Oh, okay. Also ist derjenige, der halt die Tintenrüstung benutzt hat, schneller angreifbar. Interessant. Nice. Erhalten Spieler mehr als 100 Schaden, wenn die Tintenrüstung aktiv ist, wird Schaden über 100 dem Spieler zugefügt. Der Spieler erleidet einen deutlichen Rückstoß. Alter, okay. Das heißt, er kriegt trotz der Tintenrüstung wohl Schaden. Aha. Das heißt, man ist nicht mehr unsterblich. Jedenfalls nicht immer oder nicht für jeden Schlag. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dünerroller vor mir habe und ich habe die Tintenrüstung und der haut mit vollem Krach auf mich drauf, dann werde ich wahrscheinlich Schaden kriegen davon. Interessant. Da seht ihr diesen Strahl? Junge, was ist denn damit passiert? Das ist der Strahl, den ich gerade eben angesprochen habe, ne? Dieser fettere Schwall, der sich da gebildet hat. Nice. Kann ich gleich nochmal drauf eingehen, bevor wir hier in den nächsten Kampf gehen. Also. Das mit dem Rückstoß
der Tintenrüstung und der Schadenszufügung trotz Tintenrüstung Benutzung. Das ist schon hart. Und der maximale Schaden, den die Tintenrüstung auf einmal abschirmt, liegt bei 80. Aha, war das auch schon vorher so oder wurde das verändert? Das kann ich hier nicht rauslesen, aber gut. Interessant. Also das heißt, ja. Das heißt, die Tintenrüstung kann maximal 80 Schaden abschirmen und alles darüber ist wahrscheinlich Schaden für dich. Interessant. Also, und wie gesagt, hier, Hochdruckverunreiniger. Nein, ich wollte nicht rausgehen. Ach, fick dich doch ins Knie. Ah. Ach so. Ja gut, also wir hätten sowieso nicht kämpfen können, glaube ich. Na gut. Sei es drum. Oh, wir spielen auf Manta Maria. Geil! So, wie gesagt, ihr habt gerade eben diesen fetten Schwall beim Hochdruckverunreiniger gesehen. Der ist neu. Den gab es vorher noch nicht, würde ich sagen, ja. Und das ist diese Schockwelle, die ich gerade eben angesprochen habe. Ja, also, wenn man quasi den Hochdruckverunreiniger für mindestens 1,5 Sekunden benutzt, erscheint die Schockwelle, welche den Radius deutlich erhöht. Richtig krass. Voll gut. Gefällt mir. Nicer die Bruts. Sonstige V-Wörter, die ich einfügen könnte, um das Ganze hier darzustellen. Was ich aber nicht tue. So. Das sind soweit alle Änderungen für Haupt-, Sekundär- und Spezialwaffen. Jetzt kommen wir generell zu den benötigten Punkten bei Hauptwaffen, um die Spezialanzeige aufzufüllen. Und da ist es so, dass die meisten Waffen dahingehend... so verändert worden sind, dass ihr die Spezialwaffen jetzt schneller ziehen könnt. Ja? Ich werde jetzt nicht die Werte aufzählen, aber ich werde euch sagen, welche Waffe... mit welcher Waffe ihr jetzt schneller an die Spezialwaffen kommt. Und mit welcher Waffe ihr jetzt länger braucht, um an die Spezialwaffen zu kommen. Also, ersteres, also mit welcher Waffe ihr, mit welcher Hauptwaffe ihr schneller an die Spezialwaffen kommt. Disperser, Feindisperser, Airbrush RG, NZEP 85, Profi-Kleckser, 96 Gallon, Heldenblaster-Replik, L3-Tintenwerfer, Carbonroller, Heldenroller-Replik, Quasto, Ziel-Elita 4K, 100, was? 100? Wie 100? Ich war vollkommen dumm. Ziel-Elita 4K, T-Tuber und der Helden-Proviator-Replik. Das sind die Waffen, mit denen ihr quasi schneller an die Spezialwaffen rankommt. Jetzt gibt es ein paar Waffen, das sind nicht so viele, aber das sind trotzdem, ist trotzdem wert zu erwähnen. Und zwar sind das die Waffen, die jetzt... ja, länger bedürfen, um an die Spezialwaffen dran zu kommen. Das sind Tentate-Kleckser. Ist auf 230 hochgegangen. Das will ich mal kurz erwähnen, weil es halt echt heavy ist. Ihr müsst 20 Punkte mehr auffüllen, damit ihr an die Spezialwaffe rankommt. Auf einmal klingt das zwar nicht so nach so viel, aber das summiert sich. Glaubt mir. Das summiert sich. So, aber wie gesagt, Tentate-Kleckser. Ganz klar, meine Fräuleins. Turbo-Blaster. Das wurde so... Alter! Da wurde die Spezialwaffe sogar um 30 Punkte erhöht. Und der Heldenkonzentrator-Replik. Für diese Waffen zahlt ihr jetzt mehr oder müsst ihr jetzt mehr Tinte auffüllen. Damit ihr an die Spezialwaffen kommt. Hammerhart. Hammer, hammer, hammerhart. Wirklich nicht schlecht. Krass. Aber gut, wenn das so ist. Ist okay. Läuft. So, das sind soweit alle wichtigen Änderungen, die zu den Waffen betreffend sind. Alles weitere kann ich euch ja gleich mal beiläufig erklären. Sehr gut. Alle anderen Patch-Notes werde ich euch gleich mal sofort aufzählen. Aber es sind halt so etwas, ja, ich will nicht sagen, kleinere Änderungen im Samlon oder so, aber jetzt, ich will jetzt hier nichts irgendwie verharmlosen oder sonst was, ich werde euch gleich sogar schon relativ schnell nennen, was so gepatcht worden ist. Im Salmon Run, im Splatfest oder generell im Multiplayer-Kampf. Dass ihr da gleich Bescheid wissen, ne? Ich bin jetzt gerade ein bisschen auf den Kampf fixiert. Weil ich das hier nämlich nicht verkacken möchte. Nein! Wo kam das denn bitte her? War das... Was war das? Blutsauger, was war das denn gerade? Ich habe keine Ahnung.
Jedenfalls, ja. Warte mal kurz. Beim Spielen der Rangkampfmodi fühlte sich die Spezialanzeige bisher automatisch, unabhängig davon, welche Waffe man nutzte. Nun ist das Tempo des automatischen Aufladens von der bisherigen Punkteanzahl zur Aktivierung der Spezialwaffe abhängig. Okay. Fehler behoben, also das sind quasi alles jetzt Änderungen des üblichen Multiplayer-Kampfes. Nächster Punkt. Fehler behoben, durch welchen der Bereich unter einer Wand, die von einem Trommel, Schwapper oder der Goldfischkonto getroffen wurde, nicht eingefärbt wurde. Fehler behoben, durch welchen Spieler anderen Spielern mit einem Quasto oder Kalligraph Schaden machen konnten, obwohl sie sich auf nicht einfärbbarem Boden befanden. Okay. Fehler behoben, durch welchen Schwämme, die von Quasto oder Kalligraph getroffen wurden, rapide gewachsen sind. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen, dass sowas jemals passiert ist. Fehler behoben, durch welchen Spieler mit einem Roller oder Pluviator sich für eine Zeit nicht vom Schaden erholen konnten, wenn sie mit einem Spieler in direkten Kontakt kamen und zurückgestoßen wurden. Hm? Fehler behoben, durch welchen Tinte nicht ordnungsgemäß auf Wänden angezeigt wurde, wenn diese in ein Gitter überging. Aha. Fehler behoben, durch welchen im Zuschauermodus Sprungwohl nicht zerstört wurden, nachdem sie benutzt wurden. Okay, was sind das für komische Bugs, die da... Komisch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Fehler behoben, durch welchen Wände nahe Gittern von der Explosion einer Haftbombe nicht ordnungsgemäß eingefärbt wurden. Also ihr merkt, also so kleine Feintunings, die jetzt so nicht aufgefallen wären und auch nicht irgendwie negativ aufgefallen wären. Groß. Das klingt nicht sonderbar spannend. Aber gut. Und es gibt noch weiteren Patch-Nord. Es wurde nämlich auch noch ein Fehler behoben, durch welchen Spieler in das Innere von Arena-Objekten auf der Arena Störwerft gelangen konnten. Da sollen die Entwickler erstmal anfangen, den Hagebuttenhafen zu clearen und zu patchen, ja? Falls der Patch nicht auch schon behoben wurde. Dass man durch den... ja, ich sag mal, dass man durch den Laster, der auf der Map hin und her gefahren ist, durch eine Wand kommen konnte und sich durchglitschen konnte und sowas, ne? Das dazu. Ansonsten ist das alles für den normalen Multiplayer-Modus. Nicht so spektakulär, wie es klingt. Also es ist jetzt nichts Weltbewegendes so an sich, ne? Aber für den Salmon Run, da wurde auch was geändert. Und zwar, Änderungen am Hochdruckverunreiniger und Tintenschock gelten auch für den Salmon Run-Modus. Interessant. Mhm. Na denn. Ansonsten, Bomben- und Bam-Gegner landen nicht mehr auf Rucksack- oder Pfandit-Gegner. Aha. Okay. Ja, verdient, ne? Verdient. Verreck, du Sau! Okay, natürlich bringt er mich um, ist klar. Macht vollkommen Sinn. Fehler behoben, und um mal kurz wieder auf die Patch-Notes zu sprechen zu kommen, ja. Es wurde ein Fehler behoben, in welchem... Ich komme nicht dazu. Die Patch, ich komme nicht dazu. Kann ich mehr. So, jetzt aber. Fehler behoben, ja. Durch welchen Stahlgegner keinen Schaden erlitten haben, wenn man auch nur wenig anders als den Schwachpunkt mit dem Hochdruckverunreiniger traf. Fehler behoben, durch welchen Killgrills keinen Schaden erlitten haben, wenn man mit dem Hochdruckverunreiniger durch ihren Körper hindurch den Schwachpunkt treffen wollte. Nun kann mit dem Hochdruckverunreiniger Schaden gemacht werden, selbst wenn man nur den Körper trifft. Interessant. Fehler behoben, durch welchen Bam-Gegnern auf der Arena Siedlungsruine in manchen Bereichen nicht angreifen würden. Aha. Ja, das ist aber eigentlich ganz gut. Was soll das? Warum habt ihr das rausgepatcht, ihr Säue? Verstehe nicht. Fehler behoben, durch welchen ein Spieler verhindert war, Goldfischeier einzusammeln, nachdem er und ein weiterer Spieler ein Goldfischei in der
vorherigen Welt oder Welle gleichzeitig aufgenommen haben. Fehler behoben durch welchen Spieler, mit denen man im Salmon gespielt hat, auf dem Inkopolisplatz mit der Junior Klexer Waffe vorzufinden war. Wie? Mit der Junior Klexer Waffe? Okay. Die standen aber mit dem Junior Klexer rum. Interessant. Fehler behoben durch welchen Spieler, die kurz vor Beginn einer Spielrunde einen Verbindungsabbruch erlitten haben, eine Goldfischkanone ähnliche Waffe trugen. Hä? Warum? Was soll das denn heißen? Soll das heißen, ich meine, was will uns das Spiel damit sagen? Haben die Entwickler etwa vorgehabt, im Salmon Run eine Goldfischkanon-ähnliche Waffe zu implementieren und haben das halt erstmal jetzt unter Verschluss gehalten oder so? Es klingt so, weil was hat die Waffe denn bitte schon im Salmon Run-Modus verloren? Die Goldfischkanon-ähnliche Waffe? Wenn sie da nicht reingehört. So, wie kommt die da rein? Da muss man sich auch erstmal die Frage stellen. Wie kommt die Waffe überhaupt da rein? Sie hat doch, die gehört doch für Operation Goldfisch. Die hat doch in Operation Goldfisch was verloren und nicht im Salmon-Modus. Versteht ihr, was ich meine? Die gehört in den Operation Goldfisch-Modus. Das ist komisch. Das ist echt komisch. Naja. Okay. Fehler behoben durch welchen Titel und Pfeil, welcher auf sich selbst zeigen sollte, im Bildschirm falsch angezeigt wurden, nachdem ein Spieler kurz vor Beginn der Spielrunde einen Verbindungsabbruch erlitten hat. Und der letzte Punkt für Salmon Run. Ihr merkt auch hier, teilweise unspektakulär, teilweise extrem behinderte Patch-Notes, wo man sich denkt, Alter, wie kommen die Entwickler darauf, das rauszupatchen? Oder wo ist das überhaupt entstanden? Wieso ist dieser Bug überhaupt entstanden? Das sind alles Fragen, die man sich stellt. Aber gut, der letzte Patch-Note, ja. Fehler behoben, durch welchen Spieler mit einem Roller einen Verbindungsabbruch erlitten haben, wenn sie ZR für lange Zeit gedrückt halten. Hä? Was ist das denn bitte für ein Scheiß? Das macht ja auch keinen Sinn. Du drückst ZR und auf einmal hast du ein DC. Läuft, würde ich sagen. Ja, ich habe ihn zwar getroffen, aber okay. So, da gibt es noch Änderungen fürs Splatfest. Und zwar Fehler behoben, durch welchen Spieler, mit denen man spielt, auf einem oder auf dem Inkopolisplatz mit einem Splatfest-Shot zu sehen waren, welches keine Slots ausgefüllt hatte, unabhängig vom tatsächlichen Status. Aha. Außerdem wurden die benötigten Erfahrungspunkte, um die Slots Splatfest-Shots freizuschalten, für jeden angepasst. Für jeden Slot werden nun je 7500 Punkte benötigt. Okay, das ist hammerhart. Interessant. Oh, ich bin gerade so abgelenkt vom Kampf, das ist normal. Na gut, das dazu. Und dann gibt es halt noch so kleine Änderungen, die ich jetzt noch eben schon abfrühstücken möchte. Und zwar, während man mit Cid spricht oder sprach, oder spricht, doch, während man jetzt mit Cid spricht, werden nun das aktuelle Vermögen und die Anzahl an Supermuscheln angezeigt. Finde ich gut, weil das hat mich damals aber verwirrt, so, ich zahle 30.000 Münzen oder 20.000 Münzen, ich weiß gar nicht, wie viele Münzen mir jetzt tatsächlich abgezogen worden sind. Finde ich gut. Fehler behoben, durch welchen die eigenen Erfahrungsleiste beim Spielen eines Rangkämpfers und nach einem Verbindungsabbruch eines Teammitglieds rissig erschien, wenn sie zuvor leer war. Ja. Fehler behoben, durch welche Ausrüstung wie das Splatfest-Shirt falsch angeordnet würde, wenn nach meist genutzt doziert wurde. Fehler behoben, und das ist der letzte Punkt, Fehler behoben, durch welchen die Testgegner des Trainingsbereichs keinen Schaden erlitten haben, wenn man langsam mit der Siphosphäre in sie hineingerollt ist. Testgegner? Was für Testgegner? Testgegner? Wo? Ach so, die Testgegner auf der Testmap. Ah, okay, ja, okay. Gut, ist mir auch noch nicht aufgefallen, dass sie keinen Schaden bekommen haben. Aber gut, das sind die Patch Notes. Ihr seht, es wurde sehr viel intern des Spiels verändert. Weniger von außen. Wenn man möchte, auch ein bisschen von außen, aber das meiste halt von der inneren Seite aus. Und ich habe echt eine halbe Stunde rumgelabert. Geil. Ja, läuft bei mir. Sehr schön. Wie gesagt, soweit alles interne Einstellungen, die getroffen worden sind.
Habe ich jetzt nichts gegen, ich bin mit diesem Update konform. Ich bin jetzt nicht anti. Meine Lieblingswaffe wurde jetzt verschlechtert. Oh, der 3R-Schwapper ist jetzt nicht mehr so geil wie vorher. Oh nein. Ja, ich find's gut, denn ich habe die Waffe sowieso so gut wie nie benutzt und bei einem erneuten Spielen, wenn ich die Waffe jetzt nehmen würde, würde sie mir gar nicht auffallen. Vielleicht nehme ich sie ja im nächsten Part mal. Mal gucken. Hätte ich Bock drauf. Um mal so zu gucken, okay, wie ist die Waffe jetzt? Ne, sie macht ja jetzt, sie hat ja weniger Radius, wie ich meine zu wissen, und sie macht weniger Schaden. Das ist schon mal ganz gut. Ansonsten würde ich sagen, wäre es das für diesen Part. Brutz, bis zum nächsten Mal. Sagt mir eure Meinung zum Update in die Kommentare. Ja. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal bei Sid wieder, wenn wir das mit den Münzen und den Supermuscheln überprüfen. Haut rein und bye.